13, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bruder, ich habe heute keine Lust auf Intro. Ich werde heute nur die Begrüßung machen. Du brauchst hier jetzt nicht auf den Kasper machen, ja? Ich wollte nur zu Ende zählen, weil, ne? Du kannst doch mal bei 14 einfach aufhören. Jetzt muss ich das erst recht wieder einblenden. Lass mich jetzt nochmal begrüßen, okay? Ja. Okay, gut. Bist du... Trotzdem war es scheiße, also bei 14 einfach auf. Kannst du jetzt aufhören, mich zu unterbrechen, Bruder? Ja, Entschuldigung. Okay, darf ich jetzt weitermachen oder hast du noch was zu sagen? Nein, ich bin ja schon ruhig. 3, 2, 1. Yeah! Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diese Woche kam schon Pack Wager Squad Builder Battle, das ihr euch übrigens unbedingt anschauen müsst. 4 Millionen oder 4,5 Millionen Discard. Heute sehen wir uns bei Shoot 'em Up Discard Battle. Grüße gehen raus an mein Habibi Shenya. Das ist ja sehr eine Serie, damit ihr Bescheid wisst. Immer schon wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche. Das kann nicht wahr sein. Hallo, ich verteile hier Küsschen an Shenya. Okay. Leute, wirklich, ich wollte heute höflich sein. Ich wollte heute höflich sein zu Mo. Ich auch. Weil ich verteile Küsschen an Shenya und an dich. In den letzten Kommentaren, also im letzten Video durfte ich lesen, habt ihr Streit. Da habe ich ja geschrieben. Und jetzt wollte ich einfach mal so tun, yo, es passt eh wieder alles, bipapo. Und jetzt kaust du mir dann wieder zwischen die Ohren. Aber hey Leute, ohne Flachs, also danke auch mal hier wieder. 6000 Abonnenten, die Mo jetzt bald hat, die sind überragend, ne? Aber alleine schon diese 1000 oder diese plus 1000 Likes zu erreichen mit einem kleineren Kanal, es soll echt nicht respektlos rüberkommen. Aber danke für euren Support, dass ihr unsere Videos so krass supportet, ne? Ich hoffe, dieses Video schafft wieder über 1000 Daumen nach oben und supportet Mo weiterhin. Wisst ihr, wir haben es bald geschafft, er hat bald die 6000 Abonnenten. Erster Link in der Videobeschreibung und dann geht es dann zu seinem Video. Dankeschön, Brudi, also ich finde den Support auch auf unseren Videos echt krank. Und nein, Brudi, es kam absolut nicht respektlos rüber. Also Leute, ich war doch noch höflich zu Ihnen, ne? Also kriege ich jetzt einen Respektdaumen nach oben. Danke euch dafür. Ich würde mal, Bruder, ich würde mal sagen, wir starten jetzt, oder? Natürlich, der Starspieler ist Jaden Sancho. Ich habe ihn in Rot, der Bruder hat ihn sich gekauft. Der innerhalb zwei Tage wieder um 100.000 gestiegen. Jetzt musst du mir die Aufstellung reinsnipen. Also, let's go. Ich sage einfach Stopp. Jo. Stopp. Bitte Dreierkette. Na, es ist die 4, 3, 1, 2. Soll ich ihn off-cam spielen? Nein, nein, dann nochmal. Dann okay, nochmal. Dann machen wir nochmal. Stopp! Ja, Bruder, das ist die Dreierkette. Passt der mit. Ja, okay, mit Flügel dann, ne? Ja, das ist die 3, 4, 3. Uiuiuiuiuiui. Boah, die ist extrem offensiv. Gar nicht mal, ob ich mit dieser Aufstellung jemals gespielt habe. Keine Ahnung. Also, geht los. Okay. Stopp, Bruder. Yes, 4-3-3, die fünfte. Wow, okay, das ist eine eklige Aufstellung gegen mich. Mit der habe ich aber auch noch nie gespielt, ne, mit MS. Ich könnte dir eine coole Anweisung sagen, aber mache ich nicht. hätte auch nichts anderes erwartet jetzt. Ja, ist echt so. Ja, Leute, dann machen wir schon mal die ersten zwei Positionen. Und ich würde mal sagen, bis gleich. So, die erste Runde beginnt, meine Freunde. Pato, ich habe für dich zwei schöne Positionen. Ich habe für dich den Stürmer und den rechten Verteidiger. Den Stürmer und den rechten Verteidiger. Beziehungsweise umgekehrt, beziehungsweise rechter Verteidiger und Stürmer, so. Okay, ich starte heute etwas smoothie und nehme jeweils die 4. Ich habe echt gedacht, dass du doppelt 4 nimmst, ne? Aber ich so, vielleicht nimmt er die 1 und die 4. Aber egal, ich habe im Sturm Maximilian Philipp, heißt der so. Und rechts habe ich Calabria, der... Future Star. Future Star, genau. Boah, stark, Bruder. Das ist schon stark. Ah, ich hab auf die 1 habe ich Hakimi gepackt. Hab gedacht, direkt so zwei schöne grüne Links für den Onkel. Aber, nun gut, was hast du denn für mich? Ich habe den Stürmer und den Torhüter. Ganz komische Auswahl, aber ja. Stürmer und Torhüter. Stürmer und Torhüter. Dann nehme ich Stürmer die 5 und Torwart die 2. Dann hoffe ich mal nicht, dass ich verlieren werde. Okay, Prime Icon Euse. Hui! Hui! Und Sven Ulreich in Form oder UCL-Karte. Okay. Wahnsinn. Ja. Das fängt echt gut an. Okay. Dann will ich meinen nächste Runde, Leute. Ich glaube, ich werde einen Perfect Link mindestens einen schaffen. Yo, zweite Runde, Leute. Mein Lieber, ich biete dir an, den linken Flügel und eine Innenverteidigerposition. Nehmen wir links Innenverteidiger. Okay, also linker Flügel und linker Innenverteidiger. Genau. Eins bei linker Flügel. Okay.
Und die 2 beim linken IV. Yes, Bruder! Das will man vom Gegner einfach nicht hören, ehrlich nicht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal bei Shoot'em Up einen Perfect gelinkt hatte. Aber was? Es ist, Bruder, ja, es ist ja ganz, ganz leicht. Ich habe 3-mal Bayern Innenverteidiger mit Deutschland. In dem Fall ist das Niklas Süle, Team of the Season. Ja. Und Franck Ribéry. Ui. Aber den kennst du ja, ne? Franck. War nicht Franck Ribéry da zuständig bei einem kranken Discard von dir, aber... Ich sag da nicht zu. Okay, was bietest du mir? Oh, ich habe ebenfalls den linken Flügel und den linken Verteidiger. Dann werde ich für dich nehmen, erstmals für den linken Flügel die 5. Okay. Wer ist das? Philippe, andersrum. Da hatten wir einen SBB. Genau. Alter, richtig viele Karten verbinden mich dann mit dir. Ja, irgendwie alle fast mittlerweile, ne? Ja, ist echt so. Und der Linksverteidiger, Bruder, der bekommt die 2. Yes. Das ist Übrigens, vielleicht gibt es von euch irgendeinen Sherlock, der einen Bruder-Counter macht. Also zählt er mal, wie oft habe ich bis jetzt in dem Video schon Bruder gesagt? Es ist übrigens Marcelo. Oh, der normale, ja. Ach, der hat mich schon abgefuckt gegen mich. Ach ja. Alter, okay. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht, Leute. Runde 3. So, Jungs, ab geht's in die dritte Runde. Ich habe für dich den linken IV und den linken ZM. Der linke IV bekommt die 1. Ich hoffe, das ist nicht nice. Ja! Oh nee, wer ist denn das? Sergio Ramos Premium SPC irgendwas. Ein sehr schöner Link zum links neben ihm stehenden Marcelo übrigens. Welches Rating hat 95. Der Ramos? Ah, der ist das. Okay, jetzt weiß ich, oder? Ja. Ist das? Oha. Ist in der 2 was Schlechteres? Jetzt? Beim Innenverteidiger meinst du? Nein. Beim ZM? Goretzka, ja. OTW. Also, ja, der hat einen Link zu Maximilian Philipp. Deswegen habe ich ihn da sogar eingesetzt. Okay. Also, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ja. Wo ist denn der Tots Goretzka? Witzig, halt die Fresse noch weiter da, ey. Ey, dass du nicht aufhören kannst, dann mich immer so die kleinen Sticheleien so, wisst ihr, was ich meine? Immer so die kleinen Sticheleien so. So, weißt du, das Video schon lange? War jetzt lange vorbei. Könnt ihr gerne mal angucken, ist ein Video vorher, aber guckt es euch gar nicht. Nein, guckt es euch nicht, aber was laber ich denn? Aber ja, Brudi, ich hab links Mittelfeld und den mittleren ZIV. Doppel 3? Scheiße, ja, aber... Noch ein Perfect Link. Echt jetzt? Kingsley Coman und Franck Ribéry, Franzose, Bayern München. Und ja, ist auch kein schlechter Spieler. Lucas Hernandez ist eigentlich auch ein Bayern-Spieler, ja. Aber ich habe seine Headliner-Karte. Ah, cool. Ja, GG. So, liebe Leute, wir haben uns hier versammelt. Der Mo darf bei mir den rechten Innenverteidiger und den linken ZM schießen. Rechter Super. Innenverteidiger. Die 5 gerne. Der nächste Perfect. Echt jetzt? Ja, Jerome Boateng. Sehr gut. Und der linke ZM, die 2. Die 2? Ja. Boah, das ist eigentlich nur ein Zweckspieler gewesen. Ne? Okay. Aber hat er... Ich dachte jetzt, es ist Footies Antoine Griezmann. Ui. Den habe ich auch einmal in der 442 beim Packwager, hast du mir den mal ins ZDM verschoben. Ja. Und da war er einer der besten Männer. Ja, da bin ich. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich setze den an. Dann bin ich mal gespannt. Gut, was hast du mir zu bieten? Ich habe den rechten IV und den Torwart. Der Torhüter, weißt du was? Ich gebe dir einfach eine Doppel 2. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Gott, du hast mir halt absolut tops genommen, ne? Ah, hab ich dir an einen Zweckspieler reingeballert, ne? Ey, aua. Ist er Bronze? Komplett linklos. Echt jetzt? Niklas Süle, Tots und Plafond. Boah, nicht schon wieder Lafond. Aua. Oh Gott. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Aua. So, Jungs, es geht ins Finale. Es sind noch 2 Positionen zu besetzen. Porto muss mir irgendwie den Arsch retten und ich habe für dich einen ZDM und einen ZM. Okay, mein Lieber, der ZDM bekommt die 5. Aua. Tut das weh? Es tut sehr weh, ja. Ja. Dries Mertens Tots. Welche ZDM oder was? ZDM. ZDM? Ja. Oh, mein Gott, was mit dir passiert? Ja, gedacht, wenn du den Griezmann machen kannst, dann mach ich den Mertens. Okay. Scheiße. Ja, dann gebe ich dir noch die 4. Die 4?
Ja, boah, ja. Hätte ich umgekehrt machen müssen, Mann. Renato Sanchez. Ja, die normal, also diese UCL. Diese UCL-Karte, ja. Du hast keinen Perfect Link, ne? Bekommen. Nee, keinen einzigen. Okay, gut. Ich hab noch das rechte. Ja, ich habe das rechte ZM und den rechten Mittelfeldspieler. Rechte ZM die 4. Okay, das ist Team of the Season Witzel. Oh, ist nicht schlecht. Und rechter Mittelfeldspieler die 2. Die 2? Nein. Das ist Nicolas Pepe. Ui, ja doch, dann nimm den. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt sogar schon meine Joker, weil ich habe 3 Joker. Aua. Das heißt, ich darf jetzt 3 Spieler austauschen. Ja. Und ich habe meine Spieler so gelegt, ich hab gehofft, dass du jeweils eine doppelte Zahl nimmst, ne? Ich habe zum Beispiel auf der 5 habe ich Goretzka und Gnabry, da wäre es ja komplett vorbei gewesen. Ja. Oh. Pepe habe ich auf der 2 gehabt und dann Mendes hatte ich dann. Den Team of the Season, ja. Den habe ich dann auch auf der 2 gehabt. Und den gebe ich schon mal rein, statt Witzel, den Theo Hernandez reinhole. Den Bruder von Lucas Hernandez. Mhm. Wegen der Pace auf den Positionen. Und statt Ulreich wird Ter Stegen das Tor hüten. Hättet ihr das genauso wie ich geändert, schreibt es mal in die Kommentare. Dann lade ich dich ein und dann geht's ab ins Spiel. Bin gespannt, bis gleich. Ui. Sieht trotzdem sexy aus, Bruder. 68 Chemie, wow. Alter, dein wow, Team wow, sieht wow, halt wow. Schön bunt gemischt aus, ey. Aua. Was? Achso, ich dachte jetzt, was macht da? Ey! Nein! Was? Wow. Oh mein Gott, wie hat wow. der den gehalten? Ich dachte, warum macht er das so langsam? Du läufst schon hin eine Viertelstunde vorher. Direkt drin. Oh mein Gott! Nein. Mann, es fehlt... Habe ich perfekt ausgemessen. Es fehlt halt immer so wie so kleine Millimeter. Boah, jetzt eh geleckt, ey. Ja, bei mir auch, Bruder. Abseits? Bitte! Bitte! Mann! 1-0. Das fängt ja schon ehrenhaft an, wie immer, ey. Wie immer. Und wer hat den Zweitassist gegeben? Griezmann. Also sehr, sehr gut, dass er wieder im Mittelfeld herumguckt. Aber nur 3 Sterne. Oh, hier ist er wieder. Hier ist er wieder. Hier ist er ich wieder. Nein, ey. Er kann doch nicht wieder so anfangen. Hey. Mann. Der Starspieler Jadon Sancho. Er hat geregelt. Mann. Ey, die Formation macht schon ein bisschen Spaß, Bruder. Ja, die, aber nicht mir. Nein. Ups. Und wieder. Ey, dieser Griezmann, was ist denn mit dem? Griezmann. Und wieder abgefangen. Was? Nein. Alter, euer Ernst! Was war das denn bitte? Ja. Und da ist er wieder. Antoine, wichtiger Pass. Nein, gibt's nicht, ehrlich. Nein! Nein! Wow! Wow! Aua, Mann! Krank! Ey! Aber jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Sancho, unser Starspieler, Doppelpack. Ich geb dir gleich Butter in den Fisch, du, ey. Mann! Aber was sagst du zu Griezmann? Der ist ja richtig ultra. Aua, ey, das ist voll heftig. Oh Gott. Das geht doch nicht. Ja, alles klar. Herr Schiedsrichter? Herr Schiedsrichter, hallo! Da war Ball gespielt. Ja, natürlich. Da hat Ball von Griezmann gespielt. Boah, ich hasse dich so sehr, wenn du da stehst, ne? Ich komm da einfach nicht an den fucking Ball. Seit gefühlt ja! Hallo! Schade. Ja, jetzt mach den doch einfach rein und lass mich in Ruhe! Was willst du denn von mir? Er geht nicht rein halt. Also ich fand das eine sehr entspannte Halbzeit. Es tut mir leid, Bruder, dass ich dich da ein bisschen provoziere. Aber ich kann mich noch an unsere erste Folge erinnern. Ich erinnere mich gerne zurück. Oh, da ist der richtige Moment! Da ist der richtige Moment! Ey, wie eine Bahnschranke hat sich dieser Spieler angefühlt. Oh. Was war Lucas Hernandez? Ja, der ist aber schon krass mit Glück reingegangen, ne? Der ist aber irgendwie abgefälscht wie 6 Mann oder so. Ja, okay. Gönnst du mir echt nicht mal ein Tor? Nö. Nein, ich wollte! Der sollte sich drehen! Hallo, Felipe Anderson, drehen! Tschüss, was? Nein! Was ist denn mit deinem scheiß Ter Stegen da hinten?
Jo, er muss seinen vorigen Fehler halt wieder gut machen. Also ich habe schon mit ihm gesprochen, das war jetzt, ja, Test. Hätte er nicht bestanden, dann hätte ich den Bronze-Keeper eingewechselt. Ja, das finde ich ja nett, dass du deine Leute gegen mich austestest. Ja, ich muss sagen, es macht richtig Spaß heute mit dir. Not today. Ja, und genau wie der wer, nicht. Wer hat dafür gesorgt, dass ja, wer auch sonst der Ball gewonnen der wurde? Der unglaublich stabile Griezmann. Nein, doch. Was? Oh. Wie geht der denn rein? Komm, einen muss ich noch machen. Ja, danke, Leon Goretzka, Ehrenmann. Ja, ich glaube, Leon Goretzka ist der Einzige, der auf die Fresse. Heute im Titel schreibe ich dazu, ich provoziere Mukai. Oh, nein. Abseits, oder? Oh. Bitte nicht. Boah. Ja! Stark. Wichtiges Ding. Sehr, sehr stark. Wieder Goretzka, danke, Brudi. Machst du gerade Pressing, kann das sein? Ja. Wer spielt's? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Nein, bitte nicht, bitte. Nein! Ja, ich dachte abseits. Ey, Mann, so ein ekliges Tor, ey. Dieser scheiß Abpraller, Fickfotzen-Huren. Achso, dann erstes Tor war kein Abprall, oder was? Das war. Nein, das war fair und schön rausgespielt, genauso gewollt. Ah ja. Du kannst gerne die Wiederholung nochmal angucken, das war alles genauso geplant. Safe. Nein! Wow. GG, Bruder. Ach, halt die Fresse. Ach, dann gönn dir mal, Brudi, dann gönn dir mal. Also Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, also ich muss ja persönlich sagen, mir hat es sehr gefallen. Und dir, Bruder? Ja. Mach ist weiter jetzt. Ja? Okay. Mach weiter! Nein, war alles gut, Brudi. Ich probiere es heute wieder mit dem linken Flügel. Okay, Marcelo. Okay, das geht noch. Dann nehme ich den ZDM. Calabria. Und der Rechtsverteidiger. Puh, Renato Sanchez. Oh mein Gott. Bitte sag mir die Innenverteidiger. Maximilian Philipp und Niklas Süle. Okay. Wo war Ramos? Im Tor und Renato Sanchez RZM und Dries Mertens im Sturm. Philippe Andersson RF. War schon knapp, also ich kann absolut damit leben, ohne Witz. Ja gut, ja. Deine Revanche folgt jetzt, mein Lieber. Also Leute, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut bei ihm vorbei, gebt hier gerne ein Däumchen nach oben. Wünsche euch einen schönen Tag. Mo hat das letzte Brudi, Wort. Vielen Dank für deine Einladung. Wieder ein sehr geiles Format, hat mir mal wieder richtig Bock gemacht. Auch wenn ich wie immer auf den Arsch bekomme. Das sehen leider schon viele in den Kommentaren immer. Also sehen immer viele. Ich sehe es ja immer in den Kommentaren. Wird Zeit, dass es sich ändert. In dem Sinne, tschüss.